guten Morgen. Wir kommen heute zu unserem dritten Teil in unserer Reihe durch den Galaterbrief. Der Galaterbrief beschäftigt sich ja mit so einem ganz üblen Missverständnis davon, was es bedeutet, Christ zu sein. Ein ganz üblen Missverständnis vom christlichen Glauben. Und deswegen ist er für uns ja so interessant. Ne? Wenn man sich mit einem ganz üblen Missverständnis von was beschäftigt, da muss man sich ja zwangsweise mit beschäftigen, wie wäre es denn richtig? Und genau das macht Paulus in diesem ganzen Brief. Und ich glaube, dass auch gerade in so Situationen wie jetzt in dieser Woche, wo wir irgendwie alle noch unter Schock stehen und mitgenommen sind von der Härte des Lebens hier, gerade dann es total heilsam sein kann, sich nochmal bewusst zu machen, was ist das eigentlich, was wir hier glauben als Christen? Und genau das wollen wir heute im dritten Teil weitermachen. Wir kommen nämlich heute ins zweite Kapitel vom Galaterbrief und in unserem Abschnitt kommen wir ziemlich nah ran an den Kern von diesem Missverständnis. Und wir lesen zusammen, schlagt es gerne auf, wenn ihr es dabei habt, Galater 2, Vers 11 bis 21. Als dann aber Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihn öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Zunächst hat er ohne Bedenken mit den nichtjüdischen Geschwistern zusammen gegessen. Als dann aber einige Leute von Jakobus kamen, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigungen der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Auch die anderen Juden in der Gemeinde hatten sich von dieser Heuchelei anstecken lassen. Selbst Barnabas ließ sich dazu hinreißen. Als ich merkte, dass sie nicht mehr geradeaus gingen, wie es der Wahrheit des Evangeliums entspricht, sagte ich in aller Öffentlichkeit zu Petrus, wenn du als Jude wie ein Nichtjude lebst, warum zwingst du dann Nichtjuden jüdisch zu leben? Natürlich sind wir von Geburt an Juden und keine heidnischen Sünder. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir Christus vertraut, um durch den Glauben an ihn bei Gott angenommen zu werden und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Gesetzeserfüllung die Gerechtigkeit erreichen, die vor Gott gilt. Wenn sich aber nun herausstellt, dass wir Sünder sind, wir, die durch Christus vor Gott als gerecht bestehen wollen, ist dann vielleicht Christus ein Diener der Sünde geworden? Nein, das ist völlig ausgeschlossen. Ich würde vielmehr selbst zum Gesetzesbrecher, wenn ich dem wieder Geltung verschaffe, was ich vorher für ungültig erklärt habe. Denn das Gesetz hat mich ja dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und lebe praktisch nicht mehr. Wie so häufig Christ sein wird, weil Christ ist man, indem man an Jesus glaubt. Paulus geht hier darauf ein, was das bedeutet, dieser total kompakte Begriff. Und auf der anderen Seite geht es hier um ein Thema, für das wir heutzutage als Gesellschaft, glaube ich, alle eigentlich sehr sensibel sind. Nämlich darauf, was es bedeuten würde, als Christ authentisch zu leben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Paulus schreibt hier ja, dass Petrus und die anderen Juden geheuchelt hätten, also genau das Gegenteil davon, authentisch zu sein. Und wir wollen uns das anschauen, was es damit auf sich hat, mit diesem Text, indem wir uns dem Text in drei Fragen nähern. Das erste ist, was genau hat Petrus dann in Antiochia gemacht? Wir müssen verstehen, was da genau passiert ist. Das zweite ist, warum war das so ein großes Problem? Das ist das, was Paulus dann Erläuterung danach macht. Und dann drittens, wenn wir das beides verstanden haben, was bedeutet das für uns heute? Was genau hat Petrus dann in Antiochia gemacht? Warum war das so ein großes Problem? Was bedeutet das für uns? Was hat Petrus da in Antiochia gemacht? Was ist das für eine Geschichte, die Paulus da irgendwie den Galatern erzählt, um ihnen irgendwas klarzumachen? Das große Missverständnis, um das es im ganzen Galaterbrief geht, war ja, und das kommt hier schon klarer zutage als in den beiden letzten Predigten, die Markus über das erste Kapitel gehalten hat, dass die christlichen Gemeinden in Galatien in der Abwesenheit von Paulus, na, der war da in der Region gewesen und war irgendwann weitergezogen, angefangen hatten, auf neue Lehrer zu hören, die ihnen beigebracht hatten, dass es für die ganzen nicht-jüdischen Christen in den Gemeinden nicht reichte, wenn sie einfach an Jesus glaubten und sich taufen ließen, sondern dass sie eigentlich sich auch noch beschneiden lassen müssten. Sie müssten eigentlich noch zum Judentum konvertieren, so wie das andere Leute vor Jesus gemacht haben, wenn sie zu diesem Gott Israels gehören wollten. Sie müssten Proselyten werden. Und dieses Missverständnis ist jetzt gar nicht so völlig unbegründet, wie man vielleicht heutzutage denken mag. So, ha, wie konnten die denn so blöd sein, weiß doch nicht, ne? Sondern die ersten Christen waren ja alle gebürtige Juden gewesen,
bis zu einem bestimmten Punkt. Das vergisst man manchmal so schnell. Die Jünger Jesu waren alle Juden und die frühe Gemeinde ist in Jerusalem entstanden. Das waren erstmal alles Juden. Und deswegen musste Gott der Gemeinde erstmal nach und nach klar machen, was genau und wie genau jetzt mit den Nichtjuden los ist, die Christen werden. Also wie Leute wie wir, wie du und ich wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass die meisten von uns auch nicht gebürtige Juden sind, zur Gemeinde kommen durften. Und genau da gab es ein Problem. Ein Problem, das schon relativ früh auftrat, waren die jüdischen Reinheitsgebote. Die Juden, die sollten ja als Gottes Volk ganz demonstrativ anders leben als alle anderen Völker drumherum, die Gott nicht kennen. Und ein Teil davon war, dass Gott ihnen gesagt hatte, hey, ihr sollt rein sein und ihr sollt das durch symbolische Reinheitsgesetze, an die ihr euch haltet, auch ausdrücken. Und dazu gehörte, ganz easy, dass Juden nicht mit Heiden zusammen essen durften. Sie sollten nicht symbolisieren, yo, wir sind befreundet, wir sind so gut miteinander unterwegs, dass es kein Problem ist, dass du nicht an Gott glaubst, aber ich schon. Ja? Fromme Juden durften nicht mit Heiden zusammen essen. Sie durften eigentlich nicht mal in die Gebäude rein. Es gibt es immer wieder in der Bibel, wenn euch das im Neuen Testament mal auffällt, dass dann irgendwie berichtet wird, wie die Juden sich schwer taten, in irgendein Gebäude reinzugehen, egal ob es irgendwie ist, wenn die Juden Jesus anklagen wollen vor Gericht und sie wollen nicht reingehen. Oder wenn Petrus hinterher in der Apostelgeschichte bei einem gewissen Cornelius erst nicht ins Haus will. Das kommt alles daher von diesen Reinheitsgeboten. Aber, und jetzt kommt das Interessante, Gott hatte der Christenheit und den Juden klargemacht, also diesen frommen Juden, die an Jesus glaubten, dass die Zeit, in der Israel so leben musste, in der sie sich an diese ganzen symbolischen Gebote aus dem 2. und 4. und 5. Buch Mose halten mussten, mit Jesus Tod und Auferstehung an ihr Ende gekommen war. Jesus selbst hatte seinen Jüngern ja gesagt, dass er das Gesetz erfüllen würde und immer wieder gezeigt, hey, hier ändert sich jetzt was. Matthäus 5, Vers 17, der Bergpredigt sagte das. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und die Rolle von diesem Gesetz war jetzt durch Jesus Tod und Auferstehung eine andere geworden. Wir kommen in den nächsten Wochen noch ein paar Mal dazu, da geht es nämlich noch ganz viel drum im Galaterbrief. Deswegen jetzt nur so weit hier für die konkrete Situation. Was das Essen mit Nichtjuden anging, hatte Gott es extra klar gemacht, wie es jetzt vor sich zu gehen hatte. Wir haben nämlich in Apostelgeschichte 10 ein ganzes Kapitel, wo Gott sich genau mit Petrus beschäftigt und ihm klar macht, hey, lieber Petrus, jetzt können auf einmal alle Menschen zu Gott kommen und du kannst einfach essen, was auf den Tisch kommt. Du musst nicht mehr aufpassen, dass du nur die Sachen isst, die ein Jude essen darf, und darfst essen, mit wem du möchtest. Denn alle Menschen sind zu Gott eingeladen. Diese Barriere, dass man in Gottes Volk nur reinkommt, wenn man diese Reinheitsgebote einhält, die gibt es nicht mehr. Das ist diese Geschichte, wo Petrus diese Visionen hat, wo so ein Tuch vom Himmel kommt mit ganz vielen Tieren, die er eigentlich nicht essen darf, und sagt eine Stimme, hier, Petrus, iss. Und er sagt, ach du liebes bisschen, nein, ich bin doch fromm. Und das kommt immer wieder. Und auf einmal kommt eine Gesandtschaft von irgendeinem römischen Hauptmann, der Christ geworden war, der ihn zu sich einlädt. Und auf einmal macht Petrus, ah, jetzt verstehe ich. Gott will mir sagen, die Nichtjuden dürfen jetzt genauso zu ihm kommen. Ich darf mit denen essen, ich darf zu ihm, und er geht zu diesem Cornelius und die Menschen da kommen zum Glauben und bekommen den Heiligen Geist, und Petrus merkt, wow, das stimmt. Und jetzt kommt Petrus irgendwann später in das nicht-jüdische Antiochia, in diese Gemeinde, von der Paulus uns hier gerade erzählt. Und er besucht die Gemeinde dort und am Anfang lebt er genauso, wie es ihm jetzt eigentlich klar war. Er lebt nach seinen Überzeugungen, nämlich mit den Christen da zusammen. Wenn die Gemeinde Essen hatten, so wie wir Gemeinde Essen haben, dann saß Petrus da mitten unter den Nichtjuden und unterhielt sich mit den Griechen und den Römern und freute sich über die Verbindung, die die Christen untereinander hatten. Aber irgendwann in dieser Zeit passierte Folgendes. Es kamen noch mehr Juden aus Jerusalem, und das waren Juden, die sich das einfach noch nicht vorstellen konnten, dass so ein Verhalten jetzt auf einmal erlaubt sein sollte. Ganz im Gegenteil. Das ist hier in Vers 12 diese Männer des Jakobus, wie es da steht. Das bedeutet, Jakobus, der Bruder von Jesus, der Leibliche, einer der Ältesten in der Gemeinde in Jerusalem damals. Das bedeutet nicht, dass Jakobus, der Älteste, diese Meinung vertreten hat, sondern diese Menschen berufen sich wahrscheinlich eher zu Unrecht auf Jakobus, weil der einfach sein ganzes Leben lang in Jerusalem unter Juden gelebt hat und dafür bekannt war, ein sehr, sehr frommer Mann zu sein, der eben das Gesetz total gut einhielt, was ja auch gar kein Problem war. Die Juden durften das ja weitermachen kulturell, sie sollten es nur niemandem aufzwingen. Auf den berufen sich diese Juden, die jetzt nach Antiochia kommen,
Und das ist genau diese Gruppe, die jetzt überall in Galatien und auch in diesem Galaterbrief dahinter steht, die rumzieht und sagt, Leute, was ihr hier macht, das ist ja sowas von heidnisch und böse. Ihr könnt doch nicht sagen, dass ihr im Auftrag Gottes euch nicht mehr an Gottes Gebote haltet. Ihr müsst Juden werden, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst die Reinheitsgebote wieder einhalten. Und das bringt Petrus und die ganzen anderen Judenchristen mit ihm da in eine total unangenehme Lage. Es ist nicht so, als ob Petrus jetzt auf einmal zweifelt, ob er Gott falsch verstanden hat und sich fragt, ach Mist, darf ich das vielleicht doch nicht, hups, war ich da zu schnell oder sonst was. Sondern seine Überzeugung bleibt eigentlich die gleiche, aber er ändert sein Verhalten. Deswegen sagt Paulus in Vers 13, dass Petrus und Barnabas heucheln. Sie heucheln, weil sie nicht das tun, was eigentlich ihren Überzeugungen entspringt. Aus Angst vor diesen Leuten, die kommen und vor denen das den Eindruck macht, als wären sie eben nicht gottesfürchtig. Ich finde das total gut nachvollziehbar. Ja, das ist überhaupt nicht, dass Petrus da irgendwie besonders schwächlich oder wankelmütig oder irgendwas ist. Ich glaube, wir können uns das kaum vorstellen, wie schwer das damals für einen Judenchristen gewesen sein muss, das richtige Verhalten in diesen Situationen zu finden. Denn auch wenn Petrus ja gerade aus Gehorsam gegenüber Gott und Vertrauen auf Gott angefangen hatte, mit Nichtjuden zusammen zu essen, sieht das ja äußerlich einfach extrem stark so aus, als wäre er einfach unfromm geworden und das Gesetz wäre ihm egal. Ja? Der Eindruck nach außen ist ein Problem und dann aus Angst davon, was die Leute über ihn denken, ändert Petrus sein Verhalten. Und was dabei rauskommt ist, er heuchelt. Und deswegen sagt Paulus, dass er nicht mehr im Einklang mit der Wahrheit des Evangeliums gehandelt hat. Das ist das, was da passiert ist. Jetzt ist die Frage, warum ist das so ein großes Problem? Ist es wirklich so ein großes Problem? Oder vielleicht auch nicht? Das Problem war für Paulus zumindest nicht einfach, dass Petrus einen Fehltritt unterlaufen ist. Er geht nicht dahin und sagt, Petrus, Mann, du Depp, wie kannst du eigentlich dich so schnell wieder ändern? Was bist du eigentlich für ein Christ? Das ist überhaupt nicht das, was man sich da als Tonfall reindenken muss. Die Bibel ist eigentlich überall unglaublich ehrlich damit, dass auch die wichtigsten und besten Leiter, die größten Helden im Glauben, in Israel oder in der Gemeinde, normale, fehlbare Menschen waren. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Das steht hier gar nicht im Fokus. Das Problem war ein anderes. Nämlich, weil Petrus Apostel war, hat sein Handeln eine extreme Signalwirkung. Und jetzt mussten auf einmal die nichtjüdischen Christen sich tatsächlich fragen, ob sie vielleicht was falsch verstanden haben. Ob vielleicht sie doch nur zu Gott kommen können, wenn sie noch weitere Auflagen erfüllen. Ob sie vielleicht sich wirklich noch beschneiden lassen müssen und die Reinheitsgebote einhalten müssen. Deswegen sagt Paulus hier in dieser wörtlichen Rede in Vers 14, wenn du als Jude wie ein Nichtjude lebst, ne? Petrus hatte schon angefangen, sich davon frei zu machen, er durfte sich auch frei machen, wusste er von Gott. Warum zwingst du dann, in Klammern jetzt hier durch dein Verhalten, Nichtjuden jüdisch zu leben? Petrus' Verhalten hat Signalwirkung und es kommuniziert auf einmal zu all diesen vielleicht auch jung im Glauben seienden Christen, dass sie sich hinterfragen müssen, ob sie das Evangelium richtig verstanden haben. Es kommuniziert gerade nicht das, was die Botschaft von Jesus eigentlich sagt. Und das ist umso bitterer, sagt Paulus, als weil gerade ja die Juden, so wie er und Petrus, eben gesagt, gemerkt haben, hey, es reicht nicht, das Gesetz zu halten. Gerade die Juden waren es ja, die durch das Gesetz gemerkt haben, dass sie selbst als die frommsten Menschen nicht vor Gott bestehen können, indem sie einfach die Gesetze einhalten. Vers 15 und 16. Nicht, dass das Judentum schlecht ist, natürlich sind wir von Geburt an Juden und keine heidnischen Sünder. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir, in Klammern auch Petrus und Paulus, die ja Juden waren, ja Christus vertraut, um durch den Glauben an ihn bei Gott angenommen zu werden und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Gesetzeserfüllung die Gerechtigkeit erreichen, die vor Gott gilt. Und dieser letzte Satz ist eigentlich ganz spannend. Das ist nämlich ein Zitat aus Psalm 142, also schon ganz, ganz lange vor der Zeit von Christus, 1100 irgendwas im Psalm von David, wo David sagt zu Gott, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir kann kein Lebendiger bestehen.
Psalm 143,2. David, der große König und Prophet Israels, schon der wusste, auch als er selbst, als der Held, der er war, vor Gott kann kein Lebendiger bestehen. Das war immer schon Konsens gewesen. Ja, nicht Konsens, Konsens ist zu viel gesagt. Das war immer das, was Gott durch die Propheten und durch die Schrift den Juden klar gemacht hat, was aber manchmal untergegangen ist. Und deswegen hatten ja Paulus und Petrus und die ganzen anderen jüdischen Jesus-Nachfolger auch dann verstanden, dass Jesus der lange von Gott versprochene Retter war. Und dass jetzt mit Jesus endlich das Problem der Sünde gelöst war und Gott von ihnen wie von allen anderen Menschen jetzt nur noch eine Sache forderte. Ihr ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen. Darum haben wir Christus vertraut, um durch den Glauben an ihn bei Gott angenommen zu werden. Paulus geht jetzt noch ein bisschen darauf ein, wie sich das mit dem Gesetz und dem Glauben verhält. Und da kommt noch so ein Einwand, den er vorausahnt, dass ihm Leute sagen, hey, du bist doch wankelmütig, jetzt wenn du sündigst und so weiter. Wenn Jesus dafür sorgt, dass du das Gesetz nicht einhältst, macht Jesus dich nicht dann zum Sünder. Und Paulus sagt, nee, überhaupt nicht. Es ist ja gerade, Vers 19, durch das Gesetz hat mich dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein, damit ich für Gott lebe. Und das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt. Paulus sagt, das Gesetz hat ihn dazu gebracht, fürs Gesetz gestorben zu sein. Mit anderen Worten, das Gesetz und die guten Anweisungen Gottes im Alten Testament, im Alten Bund, an die Juden sich halten mussten, das war nicht generell schlecht, sondern es hat schon eine Aufgabe gehabt. Es hat ihm nämlich erst gezeigt, wie tief sein Problem vor Gott war. Sodass auch Paulus, genau wie David verstanden hat, vor Gott kann kein Lebendiger bestehen. Wir sind so tief gefallen, dass unsere Herzen schlichtweg nicht mehr durch äußere Regeln und äußere Anstrengungen geheilt werden können. Und die Geschichte gibt ihm recht. Und das ist ein Punkt, der auch heute immer noch ganz oft zu Missverständnissen über den christlichen Glauben führt. Weil, wenn wir gleich darauf kommen, Christen wollen natürlich gottgefällig leben. Aber Christen glauben nicht, dass sie so gottgefällig leben können, dass sie Gott gefallen. Menschen können nicht ihr Herz verändern und sie können dadurch auch nicht aufhören, im Bösen gefangen zu sein. Die Geschichte zeigt uns das eigentlich schon. Ich weiß noch, wie ich vor einem Jahr saß bei Verwandten von uns, zwei ganz lieben alten Lehrern, ein Lehrer-Ehepaar, jetzt um die 80, die ihr Leben lang total rationale, aufgeklärte, atheistische Humanisten gewesen sind, von ihrer Einstellung her. Und die völlig geschockt waren, dass es wieder Krieg in Europa gibt. Weil einfach, wenn sie sich das angucken, konnten sie einfach, sie wussten sich nicht mehr zu helfen, wenn jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg und nach all dem Übel, was wir hier gesehen haben, die Menschen immer noch nicht gerafft haben, dass Krieg was Schreckliches ist und es immer noch machen, sie wussten nicht mehr weiter. Wie kann denn dann noch irgendwie sich hier was ändern? Und Paulus würde sagen, das ist ja genau das Ding. Wir können uns nicht selbst ändern. Keine Erkenntnis reicht, keine besseren Regeln, keine besseren Vorsätze, keine Demilitarisierung nach dem Weltkrieg und sonst was. Nein, die Sünde, das Böse in uns, ist nicht mehr durch Regeln und durch äußere Maßnahmen irgendwie zu heilen. Das ist ein bisschen wie wenn eine Wand schimmelt. Ich war lange in Gießen, in der Studentenstadt, ich kenne mich ein bisschen aus mit dem Thema. Wenn du Schimmel in einem Gebäude hast, an der Wand oder sonst irgendwo, dann hat das ja einen Grund. Ich rede jetzt nicht von so ein bisschen oberflächlichen Schimmel, sondern von so einem tiefen Schimmel, der aus der Wand rauskommt. Und der Grund ist, irgendwo kommt Feuchtigkeit in diese Wand. Ja? Der Schimmel lebt durch die Feuchtigkeit und da gibt es eine Feuchtigkeitsquelle. Und du kannst Schimmelentferner kaufen, sagen du willst, du kannst da drüber streichen, machen Studenten auch gerne, es geht immer schneller. So oft du das möchtest, im besten Fall übertünchst du die ganze Chose kurz und in 3 Wochen kommt alles wieder. Im schlimmsten Fall verteilst du den Kram noch. Die Feuchtigkeitsquelle muss weg. Das, was das Problem auslöst, muss behoben werden. Das Problem im Innern muss behoben werden, bevor das äußerliche Problem behoben werden kann. Und das ist das, was Paulus hier sagt, was passiert, wenn wir verstehen, was das Gesetz uns wirklich sagen will. Wenn wir Menschen wirklich frei werden sollen von Sünde, von Bösen und übrigens auch von dem Tod selbst, der uns so schrecklich quält, weil der Tod erst die Folge der Trennung von Gott ist,
Da muss zuerst unser Grundproblem in Ordnung kommen. Unsere Beziehung zu Gott. Und genau das ist das, was passiert, wenn Menschen ihr Vertrauen auf Jesus setzen, sagt Paulus hier in Vers 19 und 20. Das Gesetz hat mich dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und lebe praktisch nicht mehr. Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Wenn wir anfangen, aufgrund von Jesus' Opfer, von seiner glasklar bewiesenen Liebe für uns, seinem unglaublich großzügigen Angebot, dass er uns gerecht machen will vor Gott, egal wie schlimm unsere Sünde wiegt, wenn wir anfangen, dem zu vertrauen, dann ändert sich auch unser Leben. Denn dann hat sich das Grundproblem umgedreht, was uns ursprünglich von Gott gedreht hat. Das Grundproblem, was die Menschen zur Sünde geführt hat und dazu, dass sie irgendwann so böse und mit sich selbst beschäftigt geworden sind, ist ja, dass sie Gott nicht vertraut haben, dass er es gut mit ihnen meint. Dass sie das Gefühl hatten, wir müssen unser Glück in die eigene Hand nehmen, das ist besser für uns. Und wenn wir jetzt als Christen anfangen, durch Jesus und auf Jesus zu vertrauen, dann ändert sich diese Grunddynamik. Und Jesus kommt und verändert uns. Und dann ändert sich auch unser Leben und wir werden freiwillig, fröhlich und in froher Hoffnung uns danach sehnen, schon in diesem Leben mehr und mehr von Sünden und von bösen Gedanken und von all dem wegzukommen, was Paulus hier in Vers 20 beschreibt. Aber das ist eben keine Veränderung mehr von außen, die wir uns aufzwingen, wo wir uns unter Druck setzen, wo wir frustriert und geängstigt sind, wenn es nicht klappt, wo wir uns fragen müssen, was passiert, wenn ich es nicht schaffe. Sondern es ist eine Folge davon, dass wir begonnen haben, Gott wieder zu vertrauen, weil wir schon versöhnt sind. Luther fasst das typisch knackig zusammen. Luther liebte den Galaterbrief und er fasst zusammen und sagt, nicht dadurch, dass einer gerechte Werke tut, wird er gerecht, sondern wenn er gerecht geworden ist, dann tut er gerechte Werke. Wenn die Feuchtigkeitsquelle beseitigt ist, dann trocknet der Schimmel auch irgendwann aus. Wir sind so gefallen, dass Gott für uns sterben musste, aber wir sind so geliebt, dass er es freiwillig getan hat. Das macht uns die Bibel klar. Und das ist die Nachricht des Evangeliums. Und weil Petrus' Verhalten in Antiochia das nicht kommuniziert hat, sondern genau das Gegenteil, deswegen war es für Paulus so ein großes Problem. Denn wenn trotz Jesus immer noch das Problem gewesen wäre, dass Menschen irgendwie dafür sorgen müssen, dass sie jetzt gut genug für Gott sind und sei es durch Beschneidung und Reinheitsgebote, dann, sagt Paulus Vers 21, dann wäre Christus doch umsonst gestorben. Dann wären wir genauso schlimm dran wie vorher. Das war das Problem. Ein letzter Punkt. Was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet es, den christlichen Glauben authentisch zu leben? Nicht das zu machen, was Petrus gemacht hat. Authentisch zu leben bedeutet ja, dass wir das tun, oder dass unser Tun tatsächlich widerspiegelt, was in uns drin ist. Und kleiner Trost, aber auch kleiner Aufmerksammacher, wenn selbst so ein Apostel wie Petrus sich da phasenweise korrigieren lassen musste, da können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass uns das auch allen mal passiert. Petrus hat es eigentlich schon ganz gut drauf. Wirklich völlig die Konsequenzen davon zu ziehen, dass wir glauben, dass wir mit Gott versöhnt sind, dass wir jetzt schon auf der richtigen Seite Gottes stehen und dass wir uns freuen dürfen, wenn er wiederkommt, weil wir nicht verurteilt werden, sondern weil er uns zu neuem Leben auferwecken wird, was gerade auch in Wochen wie dieser unsere Hoffnung ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hält, weil wir geheiligt sind, weil Gott uns vergeben hat. Das auszuleben, das völlig konsequent zu machen, das ist eine lebenslange Aufgabe. Das ist so anders als alles, was irgendwie in unserer Kultur und in normalen menschlichen Denken uns einsichtig erscheint, dass wir unser Leben lang damit beschäftigt sind, neu zu merken, ah stimmt, das hatte ich mir bis jetzt so vorgestellt, aber wenn ich das wirklich konsequent durchdenke, dann merke ich eigentlich, es hat das Evangelium noch was anderes. Timothy Keller sagt, das christliche Leben ist ein stetiger Kalibrierungsprozess. Wir können immer noch näher in das Evangelium reinwachsen. Und das kann ganz praktisch zum einen sein, dass sich unser Handeln verändert. Dass wir merken, unser Handeln ist nicht so, wie es sein sollte. Und dass wir sagen, stimmt, wir wollen ja eben konsequent und authentisch leben. Also passen wir unsere Handlung an. Vielleicht haben wir so einen Fall wie damals bei Petrus, dass wir merken, irgendwie, obwohl wir es nicht wollen, leben wir entweder als Christ selbst oder als Gemeinde so, als müsste man erstmal
sein Leben auf die Kette kriegen, bevor man Christ werden kann. Oder als müsste man die Musik gut finden, die wir gut finden, und damit was anfangen können, damit man Christ werden kann. Oder als dürfte man ganz, 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 ganz viele Sachen machen, aber was man auf keinen Fall machen darf, ist sexuelle Sünden begehen. Dann hat man wirklich ein Problem. Alle solche Sachen passieren manchmal aus Versehen und spiegeln dann doch nicht das wider, was wir eigentlich glauben. Eigentlich wollen wir mit unserem ganzen Leben und auch als Gemeinde nach außen tragen, ihr Lieben, für Gott ist keiner zu schäbig. Gott liebt alle Menschen und Gott will alle Menschen heil und rein machen. Wir sind kein Kloster von irgendwelchen Heiligen, wir sind ein Krankenhaus für die Gebrochenen. Zu uns darf jeder kommen. Und vielleicht gibt es da manchmal Momente, wo wir anpassen müssen. In meiner Erfahrung gibt es aber auch noch was anderes, wo ganz häufig irgendwie das, was wir nach außen hingeben und das, was in uns drin ist, nicht zusammenpassen. Nämlich, dass unsere Gefühle nicht zu dem passen, wovon wir eigentlich vom Glauben her überzeugt sind. Vielleicht geht es uns nämlich manchmal mehr so wie den Heidenchristen da in Antiochien, dass wir auf einmal verunsichert sind, ob wir wirklich schon mit Gott im Reinen sind. Ob so, wie wir den Glauben leben, ob das reicht. Ob Gott uns wirklich freigesprochen hat oder ob wir vielleicht nicht doch fürchten müssen, dass wir noch nicht gut genug sind. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Hat nicht jeder, haben viele. Diese Zweifel kommen oft dann, wenn wir wieder Probleme mit Sünde haben. Wenn wir merken, ah Mist, ich habe doch zigmal wieder XY gemacht, ich bin gescheitert, ich lebe eigentlich nicht so, wie ich leben will. Und in solchen Situationen, da müssen wir vielleicht nicht unser Handeln unbedingt als erstes kalibrieren, sondern unsere Gefühle. Indem wir unseren Herzen genau das Evangelium vorhalten, was Paulus gerade gesagt hat. Jesus lebt jetzt schon in uns. Wir sind nicht mehr durch den x-ten Fehltritt, durch die x-te Sünde verdammt. Gott wird kommen und uns neu machen, wenn er am Ende der Zeit die Erde erneuert und die Toten auferstehen. Und bis dahin leben wir eben noch damit, dass wir in dieser Welt versuchbar bleiben, dass auch wir noch fallen. Aber das ändert nichts am Ausgang der Geschichte. Und manchmal geht es vielleicht auch in die andere Richtung, dass wir so wie Petrus eigentlich wissen, dass wir von Gott vergeben, dass Gott uns vergeben hat, dass wir geheiligt sind, aber wir knicken doch noch mal ab und zu ein, weil irgendwie unsere Umgebungskultur uns entweder da das Gefühl gibt, wir sind komisch, wenn wir irgendwie so völlig konsequent mit Gott leben, wir sind komisch, wenn wir die christliche Sexualethik immer noch hochhalten, obwohl sie heutzutage wirklich völlig was anderes ist als das, was die Menschen eigentlich für gut befinden. Weil wir dann als Prüde gelten und wir wollen doch nicht als Prüde gelten, wir sind doch eigentlich überzeugt davon und wir wollen doch eigentlich sagen, Christsein ist attraktiv. Oder vielleicht haben wir das Problem, dass wir einfach selbst unser Herz nicht so therapiert bekommen und es nicht hinkriegen, uns von manchen Träumen zu lösen, von denen wir eigentlich schon wissen, die sind nicht gut für uns, aber es nagt an uns und immer wieder kommt es. Auch in den Momenten geht es darum, manchmal nicht unser Verhalten zuerst zu korrigieren, sondern sich ganz auf das zu werfen, was Paulus gesagt hat. Das Herz therapieren mit dem Evangelium. Der entscheidende Punkt ist, dass authentisches christliches Leben immer von innen nach außen verändert wird. Der Weg zu Gott ist schon frei. Jeder, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, ist schon mit Gott versöhnt. Darum geht es Paulus. Das authentisch auszuleben, bedeutet das, seinem Herzen immer wieder zu predigen, dass wir uns gegenseitig Mut darin machen und dann die Konsequenz daraus ziehen, das Schritt für Schritt praktisch auszuleben. Das ist den Glauben authentisch leben.